Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 8. November. Ja, heute Vollmondtag, Vollmond im Stier. Schauen wir mal, was wir hier noch für einen Impuls für diesen Tag bekommen. Die drei der Stäbe, ja, eine gute Aussicht, das ist doch wunderbar. Da hat die Inspiration durch die Not einfach auch erfinderisch gemacht, ja, von gestern, ja, das Festsitzen in den 8 Schwertern. Naja, hier haben wir jedenfalls gute Aussicht auf Besserung, auf Erfolg, darauf, dass etwas in Gang kommt, etwas ja, auf uns zukommt. Vielleicht weißt du von manchen Dingen auch schon, die ja auf dich zukommen werden, darfst dich darauf freuen. Hier haben wir wundervoll einen Stern mit dabei. Ja, das ist toll. Na? Er hält nach diesem Stern Ausschau und also nach einem Wunsch oder ja, auch nach einem, ne, der Stern steht ja auch für die Lebensführung, ne, den Lebensweg, das, was uns ganz eigen ausmacht, unsere Authentizität, ne, auch eine Wunscherfüllung, ja, etwas oder jemand, der uns so ein Stern ist, vielleicht auch ein Leitstern ist, ja. Ja, und das gibt einfach gute Aussicht, ne, über so manchen Sturm und ja, Wellengang einfach auch hinwegzukommen. Ne. Ja, noch schlagen die Wellen hoch, die Gefühle vielleicht, ja, die Befürchtungen, na, wird sich alles gut entwickeln, aber eigentlich die gute Aussicht ist nicht mehr zu nehmen, ja. Der Blick ist frei auf den Stern, ne? Auf den Weg, auf die Heilung vielleicht einfach auch, ne, so Heilung für uns selbst, für unseren eigenen Weg, für einen bestimmten Wunsch, für eine bestimmte Entwicklung. Ja, wunderbar, gehen wir damit, ne. Auch wenn das Alte vielleicht noch nicht ganz hinter uns gelassen ist, ne, alte Zeiten, alte Umstände, Beziehungen, Entwicklungen und das Neue noch nicht, ja, eingetroffen ist, erreicht ist, ja. Ja, aber es ist wichtig, darauf konzentriert zu bleiben, ne? In der Mitte zu bleiben, aus unserer eigenen Mitte heraus zu handeln. Er hat hier die Chance, steht kurz davor, über ja, diese Stäbe hier auch zu balancieren, ne? Hat die Möglichkeit, ja. Ne, diese Aussichten, die geben einfach auch eine Brücke hin zur neuer Stabilität. Ne? Die Aussichten in dieser Situation jetzt, ja. Ja, vielleicht. Also, es kann ja sein, ne, dass du an einem, vielleicht auch an einer bestimmten Berufungsrichtung arbeitest, ne, oder einen bestimmten Job in Aussicht hast, der noch nicht ja, begonnen hat, aber ja, gilt es diese Zeit jetzt eben noch zu überbrücken, ne, diesen Abgrund oder ja, Spalt, diese Kluft, bis etwas eben neu startet. Ja, das kann auch noch in größerem Stile sein. Jetzt muss jetzt nicht nur ne, diese Woche sein, sondern vielleicht auch weiterreichend. Ne? Ja, gilt es etwas durchzuhalten. Ja, schauen wir, was haben wir noch im Lenormand? Die Liebe, ja, das Herz, die Herzenskraft, die Herzensstärke, das Herzensprojekt. Ja, kann das ja ein Herzensprojekt sein? Kann das ja die Wunscherfüllung in der Liebe sein? Ne? Es ist schon spürbar, ne? Also es ist schon in Sichtweite, auch wenn du jetzt vielleicht noch niemanden eben siehst oder im Blick hast. Aber ja, die Orientierung, die innere Orientierung geht schon darauf, ja. Es sind ja, es sind bestimmte
bestimmte Umstände oder auch Art und Weisen, Verhaltensweisen, zum Beispiel bei einem Menschen, bei einem Liebespartner, der hier vielleicht einfach auch gewünscht wird. Ne? Es sind bestimmte, ne, Umgangsverhaltensweisen, Wesensmerkmale, ne? Eine bestimmte Art, ne, authentische Art, die du wichtig ist, die dir wichtig ist, nach der du Ausschau hältst. Oder eben, es ist ein bestimmtes Ziel, ja, das vielleicht noch ein bisschen in der Ferne steht, aber das dir ins Herz gegeben ist, ja, vielleicht tatsächlich auch aufgegeben ist für den Lebensweg, ne, eine bestimmte Berufung, eine bestimmte Herzenssache, für die du dich engagieren möchtest und ja, auch sollst, ja, ja. Bleib da dran, ne? Es ist noch nicht erreicht sozusagen, es ist noch nicht komplett vorhanden, aber es steht in Aussicht und du hast positive Aussicht darauf, auf alle Fälle. Erzengel Gabriel, lass dunkle Gedanken und Gefühle los, bitte um Reinigung. Und lass sie geschehen. Ja, die gute Aussicht auf etwas hängt eben auch damit zusammen, ne? Wie wir darauf zugehen. Ne? Bleiben wir ganz in unserer Mitte, in der Positivität. Ne? Also die Stäbe sind einfach schon auch Energie, positive Energie. Ne? Ja. Gehen wir da mit reinem Herzen einfach auch ran, ja, ohne Zweifel, ja. Ja, und falls dann noch irgendwas eben im Wege sein sollte, ja, dann schau es dir einfach auch an, ne. Lass dich nicht zurückzerren, lass dich nicht, ja, niederreißen, ja, sondern... Ja, reinige auch das aus, ne? Bitte, bitte einfach auch die göttliche, geistige Welt darum, ne? Dich zu unterstützen. Ja, nimm daran einfach auch Orientierung, ne? Ist interessant, ne? Hier haben wir die 3, die 6, die 6. Ja. Bleib im Vertrauen, ja? Oder geh ins Vertrauen, ne? Indem du einfach eben auch dunkle Gedanken und Gefühle loslässt. Zweifel, Ängste, ja, Minderwertigkeit vielleicht. Ja, lass sie geschehen, die Reinigung. Es bringt einfach auch einen Perspektivwechsel, ja. Auch das bringt einen Perspektivwechsel, ne? Wenn wir eben Negatives, Dunkles, was uns immer wieder auch runterzerren möchte, ne, und zum Stolpern und Abstürzen bringen möchte, wenn wir das wirklich einfach auch loslassen und wir dürfen es einfach auch, ja, der göttlichen, geistigen Welt anvertrauen, ne, dass sie es mitträgt einfach auch, ne, dass sie uns davon, ja, einfach auch befreit, ne, das Herz frei macht, in Kraft und Stärke bringt. Ja, nutzt das. Ja, es ist sehr wohltuend. Alles Liebe dafür. Und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.